Deutschland nicht schuld am Ersten Weltkrieg? Hast du das gewusst? Fakten über den Großen Krieg. Längst hat sich in der Geschichtswissenschaft ein Paradigmenwechsel vollzogen, so titelt Welt.de. Und tatsächlich haben die internationalen Geschichtswissenschaftler 2014 festgestellt, dass Deutschland nicht allein Schuldiger war. Zahlreiche Detailstudien lassen den Ausbruch des Ersten Weltkrieges in einem anderen Licht erscheinen. Die Theorie vom Griff Deutschlands nach der Weltmacht hat sich als überspitzt und einseitig dargestellt. Großbritannien griff ohne Bündnisfall in den Konflikt ein. Frankreich war nicht Opfer deutscher Aggression, sondern selbst zum Waffengang bereit. Russland kämpfte für Expansion in Osteuropa und dem Bosporus und nicht für das Selbstbestimmungsrecht. Die politischen Führer wollten Krieg. Deutschland war weit davon entfernt, übermütig und größenwahnsinnig nach der Weltmacht zu greifen. Englands Außenpolitik war weniger friedlich als angenommen, so die Studie. Auch der vermeintliche Überfall auf Belgien machte Deutschland nicht zum Oberschurken und Barbaren. Vielmehr planten die Franzosen selbiges und Deutschland musste ihnen zur Selbstverteidigung zuvorkommen, um den Krieg nicht ins Reich zu lassen. Lediglich wurde diese Strategie als willkommener Vorwand von England und Frankreich genutzt, um gegen den Aggressor ins Feld zu ziehen. Hättest du es gewusst?